du bist gerade auf der Suche nach einem Campingkochgeschirrgesetz inklusive Brenner, dann solltest du auf jeden Fall jetzt dranbleiben, denn ich habe hier für dich ein Campingkochgeschirrset mit Brenner in einer kleinen Verpackung. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produktreviews, Tutorials, Produkttests und so weiter schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute ein Cooking-Geschirrset von Shason, ein Kochgeschirrset inklusive Brenner von Shason und wir packen das Ganze mal aus und schauen mal, was hier alles enthalten ist. Ich habe dir das Produkt auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, da kannst du mal reinschauen, um dir nähere Informationen zu holen, um zu schauen, wie andere Käufer dieses Set bewertet haben. So, das Ganze befindet sich in einem praktischen kleinen löchrigen Säckchen, also damit auch noch Luft dran kommt, damit hier nichts verschimmelt. Ihr könnt das Ganze an der Schlaufe an eurem Rucksack aufhängen und ja, müsst es somit nicht in den Rucksack reinpacken und habt dafür natürlich mehr Platz in eurem Rucksack. Es ist ja wunderbar verpackt in einem kleinen Maß und wir packen es mal auseinander. Hier habt ihr einen kleinen Topf, eine kleine Schale, ein kleines Pfännchen, kann man ein Spiegelei, ein Rührei oder sonst irgendwas darin machen. Ihr habt hier seitlich die Halterung, welche man umklappen kann, ist mit Silikon ummantelt, damit es nicht heiß wird, damit ihr euch die Finger nicht verbrennt. Schon mal ganz praktisch. Ich schätze mal 0,2 Liter, aber das schauen wir nachher nochmal nach. So, und dann haben wir noch einen größeren Topf, wo ihr euch ja irgendein Gericht drin erwärmen könnt. Ich schätze mal 0,5 Liter, auch wieder mit den beiden Halterungen silikoniert zum Zusammenklappen, damit diese wenig Platz wegnehmen und ihr euch die Hände natürlich nicht verbrennt. Ja, und dann befindet sich in dieser kleinen Box der Brenner, also das ist eine kleine Kunststoffbox. Und so sieht das Ganze aus, zusammengefaltet, das kann man natürlich auseinanderfalten und wird dann auf eine kleine Gaskartusche oben aufgeschraubt. Auseinandergefaltet sieht das Ganze dann so aus, also wirklich schön praktisch. Ihr habt hier seitlich euren Zünder, wo ihr drauf drückt, den Elektrostarter sozusagen. Wenn ihr die Gaskartusche hier unten dran habt, habe ich jetzt leider keine hier, sonst würde ich euch zeigen, aber jeder weiß ja wahrscheinlich, wie so ein Brenner funktioniert. Also auch in einem wunderschönen kleinen Packmaß kann man wieder zusammenfalten, den Bügel nach oben und schon ist es wieder verstaubar in eurer kleinen Kunststoffbox. Es handelt sich hierbei um eine Piezo-Zündanlage, wo ihr auch die Stärke der Flamme natürlich noch einstellen könnt. Also wollt ihr weniger Flamme oder wollt ihr mehr Flamme? An der Unterseite natürlich auch die Dichtung, damit kein unnötiges Gas ausströmt. Die Nennleistung ist 3000 Watt. Und die Aufstellfläche 9,5 cm, also 95 mm, sodass ihr ja, kleinere Töpfe ohne Probleme aufstellen könnt. Ihr müsst das Ganze natürlich hier einfalten und ja, diese stehen dann natürlich perfekt auf eurem kleinen Kocher. Die Töpfe sind aus Aluminium, sind beschichtet, sodass hier auch nichts anbrennen soll. Und haben 0,2 und 0,6 Liter. Ja, wenn ihr mit dem Kochen fertig seid, könnt ihr das Ganze wieder zusammenklappen und könnt die Gaskartusche inklusive dem Kocher auch wieder hier in den Topf hineinpacken und habt dann ein kleines Säckchen. Die Gaskartusche, wie gesagt, ist hier nicht dabei, kann ich euch unten aber auch gerne mal verlinken. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Vielleicht nutzt ihr auch schon ein ähnliches Set, dann schreibt es auch mal unten in den Kommentaren, wie ihr damit klarkommt. Schreibt mal, ob ihr öfter solche Campingkocher verwendet,
Wenn ja, welche und wie zufrieden ihr damit seid. Lasst ein Abo da, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Ciao und bis bald.